Wir schalten jetzt mal die Tafelorgel ein. Zuerst muss der Balg aufgehen. Der Arbeitsauftrag war für uns, eine Holzpfeife herzustellen. Dazu haben wir ganz am Anfang uns einen Kern gesucht, der ist jetzt in dem Fall aus Eschenholz, und einen Blindkern für hier oben, und haben dann praktisch zuerst die hellen Wände, die man hier sieht, von rechts und links an den Kern geleimt. Als nächster Schritt wurde dann das Labienbrett ausgestochen, hier vorne. Das ist praktisch der Teil der Pfeife, wo sich die Luft nachher spaltet und die Luftsäule in der Pfeife zum Schwingen bringt. So, als nächstes kommt die Länge. Die Pfeife ist jetzt oben noch geschlossen. Aus verleihentechnischen Gründen ist hier der sogenannte Blindkern drin. Der wird jetzt entfernt, weil wir wollen ja eine bestimmte Tonhöhe haben. Und je nachdem, wie kräftig er die Pfeife noch macht, ändert sich auch die Tonhöhe. Ja, wir sind in der Stimmkabine. Hier steht ein kleines Orgelchen, wo wir quasi simulieren, wie wir an einer großen Orgel halt stimmen würden. Beginnen wir mit dem Kammerton, das ist das A1, was wir von der Stimmgabel abnehmen, da die Stimmgabel genau 440 Hertz hat. Man hat natürlich hauptsächlich mit dem Werkstoff Holz zu tun, aber auch mit Metall, mit Metallpfeifen oder Technik aus Metall. Und man hat neben dem auch zum Beispiel mit Filz viel zu tun oder mit Leder und lernt die Werkstoffe ein bisschen kennen und auch bearbeiten. Und musikalisch wird man natürlich auch ein bisschen gebildet, weil es ja auch wichtig, dass man sich dann mit den Organisten oder mit den Sachverständigen unterhalten kann auf einem Niveau, das ansprechend ist. So, noch ein klein bisschen. Ja, aber sehen Sie, jetzt kommt schon der Bogen raus. Den noch ein bisschen nacharbeiten. Wir vertiefen die ganze Ausbildung. Wir machen natürlich hauptsächlich den theoretischen Teil. Wir befinden uns zwar hier in der Orgelbauwerkstatt, wo die Leute dann auch die Dinge ausprobieren können, wie jetzt hier im Moment ist ja das zweite Lehrjahr da und die machen jetzt eine neue Holzpfeife und können eben hier ausprobieren, wie die dann am besten klingt. Ganz zum Schluss kommt jetzt hier noch der Vorschlag drauf, der bewirkt praktisch, dass hier durch das Fußloch unten die Luft zu dem Labium geblasen wird, damit sich dann praktisch die Luft am Labium bricht. Genau, und kann sie jetzt gerade mal kurz vorführen. Wunderbar.